So, wir fangen mal an. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich habe hier kurzfristig bin gebeten worden, die Moderation zu übernehmen. Mache ich gerne. Muss auch gar nicht viel tun dafür. Insofern ist es nicht ganz so anstrengend wie der eigene Vortrag. Wir haben eine kleine Programmänderung. Ihr seht, es sind zwei Vortragende. Wir haben dazu bekommen den Roland Fasching, der den ersten Teil des Vortrags übernehmen wird, den Einführenden. Und Jens Klein übernimmt dann den zweiten Teil mit den technischen Details. Der Ablauf, der übliche, ist klar, 30 Minuten 35, dann trete ich euch ein bisschen auf die Füße und werfe euch strenge Blicke zu, damit wir auch noch fragen. Das Publikum ist zahlreich erschienen, ich gehe davon aus, dass es durchaus Diskussions- und Fragebedarf danach gibt, liegt also auch in eurem eigenen Interesse, da pünktlich zu bleiben. Und damit übergebe ich Mikro und Wort. Danke. Gut, schön, dass sich so viele Menschen für Kultur interessieren, neben Plon. Kurze Frage vor dem Vortrag, wer verwendet Plon für Kultur, Kulturprojekte? Okay, für Kulturprojekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, okay, doch an die 10 Leute aufgerundet. Okay, ich werde kurze Einführung in dieses Großprojekt geben. Wird nicht sehr technisch sein. Wer eher auf den technischen Teil wartet, bitte 10 Minuten Geduld, aber es gibt schöne Fotos. Werde kurz erklären. Moment, den Timer noch starten. Dass wir nicht überziehen. Werde kurz erklären, warum in diesem Fall Plon als Kerntechnologie gewählt wurde. Und kurz den Prozess skizzieren, wie es dann halt zu dem Hosting-Konzept gekommen ist, das Jens Klein dann innerhalb von 1,5 Jahren realisiert hat. Zu meiner Person. Mein Name ist Roland Fasching, arbeite für Cloud19 Web Solutions and Services. Wir haben den Firmensitz in Melk, Niederösterreich, also im Osten von Österreich. Arbeite mit Zoop seit 2001, mit Plon seit 2002, bin seit 2004 selbstständig. Gibt's Plon schon so lang? Schon, oder? Seit 2004 selbstständig, war dazwischen als Nöko-Mitarbeiter von 2009 bis Ende 2011 direkt in den Prozess involviert, habe auch die Umstellung und Modernisierung der Web-Service-Infrastruktur begleitet. Und war in der Zeit halt quasi Hauptentwickler für Plon. Seit kurzer Zeit sind wir auch Blue Dynamics Alliance Member, seit sehr kurzer Zeit. Und ja. Okay, gut, gehen wir weiter. Es geht um Kultur. In dem Fall um die Kulturwirtschaft Niederösterreich. Kurz gesagt, also der Begriff Nöko wird jetzt oft auftauchen, das bedeutet nichts anderes als Kultur Niederösterreich. Ein Motto der Kultur Niederösterreich ist, Kultur braucht unternehmerisches Denken. Kultur braucht Management. Das bedeutet, die Kulturwirtschaft in Niederösterreich ist nichts anderes als eine Maßnahme des Landes Niederösterreichs, im Rahmen einer größeren Unternehmensgruppe professionelles Kulturmanagement zu betreiben. Diese Unternehmensgruppe umfasst zurzeit 7 Veranstaltungsbetriebe und 5 Ausstellungsbetriebe. Ich glaube, in Deutschland werden relativ wenige davon bekannt sein. Beispiele sind zum Beispiel für Veranstaltungsbetriebe das Festspielhaus St. Pölten, das Landestheater Niederösterreich. Im Ausstellungsbetrieb gibt es ein archäologisches Zentrum namens Carnuntum, das könnte eventuell bekannt sein. Und was vielleicht überregional wirklich bekannt ist, ist eine Festivalreihe namens Donaufestival. Also nicht das Donauinselfestival in Wien, sondern Donaufestival. Insgesamt werden so an die 30 Marken betreut, also von Ausstellungen über Veranstaltungen bis hin zu Festivals. Insgesamt werden pro Jahr 1300 Veranstaltungen abgehalten und in den Ausstellungsbetrieben umfasst die ganze Ausstellungsfläche, sage und schreibe, 15.000 Quadratmeter. Also da geht schon um was. Personalstand im Jahr 2010 666 Mitarbeiter,
Tendenz wachsend, weil pro Jahr circa 1 bis 2 Kulturbetriebe in die Unternehmensgruppe aufgenommen werden. Die Besucherzahl 2010 war 1.024.000 und noch ein paar. Was sind nun die Aufgabe dieser Kulturmanagement-Institution? In erster Linie versucht man über zentrale Services Effizienz zu schaffen. Das bedeutet zentrales Controlling, Budgetieren geht aber auch Richtung EDV und Web-EDV. Eine Zahl am Rande, also neben der Web-Infrastruktur betreut die Kulturwirtschaft um die 450 Client-PCs und an die 60 Server, neben den Web-Servern. Daraus resultiert eine gemeinsame Infrastruktur und Kommunikation. Da kommt dann der Webbereich und Plan ins Spiel natürlich. Weitere Aufgabe ist die Vermarktung der Standorte, das heißt gemeinsame Marketingmaßnahmen und auch schlussendlich die Koordination der Angebote. Zum Beispiel, ja, dass es kein Doppelangebot gibt, dass die Veranstaltungen abgestimmt sind und so weiter. Ja, die selbst auferlegten Ziele der NÖKO sind, hohe Qualität zu sichern, ist klar, den Förderauftrag des Landes Niederösterreich zu erfüllen. Im Moment fördert das Land Niederösterreich an die 36 Millionen Euro pro Jahr. Hört sich im ersten Moment extrem viel an, aber wenn man dann auf die Wertschöpfung, die direkte und indirekte im Land Niederösterreich sieht, werden ca. an die 100 Millionen Euro generiert. Also das macht durchaus Sinn, ist auch durch Studien belegt. Ja, die Unternehmensgruppe darf natürlich wachsen, aber die Verwaltung und die Infrastruktur sollte halt in Summe doch eher schlank bleiben, also schlanke Struktur. Und ganz wichtiger Punkt, die Positionierung der Betriebe, ja, das künstlerische Programm soll irgendwie angetastet werden. Also es darf nicht passieren, dass jetzt das Land über das Programm in einem Theater bestimmt oder so. Nur weil Budget nicht vorhanden oder was weiß ich. Ja, das übergeordnete Ziel ist natürlich, das Kulturflaggschiff in Niederösterreich zu bleiben. So, nun zu Plan. Bis 2006 wurde eine andere Technologie verwendet, nämlich ein proprietäres System, CMS-System namens Red Dot. Kennt das wer? Doch einige, ich habe es vorher nicht gekannt. Im Jahre 2006 ist man dann umgestiegen auf Plan. Gründe warum, erzähle ich später. Am Anfang ziemlich rudimentär als Shared Instance Lösung. Das hat den Grund gehabt, weil diese Holding war am Anfang auch relativ klein. Also man hat das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Mittlerweile ist die Webinfrastruktur dann doch auf an die 30 Plan-Portale gewachsen. Bis 2009 wurde weiterhin Plan 2.5 verwendet und in der Zeit ist halt das System gewachsen. Im Jahr 2009 circa bin dann auch ich zur Kulturwirtschaft gekommen und ab da wurde dann modernisiert seitens der Infrastruktur über Jens und auch Richtung Plan, also Upgrades auf Plan 3 und später auf Plan 4. Und seit kurzem, ich glaube seit einem Jahr, läuft unser Kulturcluster, also ein hochverfügbares System, auf das der Jens dann im Speziellen eingehen wird. Warum Plan? Ja, die Konkurrenz war eigentlich 2006 schon ziemlich groß. Ausschlaggebend war dann im Endeffekt das User Interface, also es war wirklich usable für jeden Redakteur. Mehrsprachigkeit gab schon ein tolles System. Ja, es musste eine Open-Source-Lösung sein, natürlich. Und ja, schlussendlich war der Eindruck vom Plan der beste. Ja. Es erschien einfach reif und sicher. Ich glaube, Phil Auersberg hat auch ein bisschen was dazu beigetragen. Wenn man nun die Services betrachtet, neben 29 Plan-Sites, gibt es eine Reihe von Services, die mit der Zeit mitgewachsen sind in Plan.
eingebaut wurden. Zum Beispiel, es gibt, wenn man auf die Vernetzung von Kultur sieht, gemeinsame Veranstaltungsdatenbank im Hintergrund. Man hat natürlich auch den Auftrag, vergangene Veranstaltungen zu archivieren. Das heißt, es gibt eine relationale Archivdatenbank, Verbindung zu einem Medienserver, wo man dann über WebDAV Bilder ins Plon synchronisieren kann und dann halt klassische Anwendungen wie Intranet mit LDAP-Anbindung, DNS-Server, SVN-Server und ein bisschen PHP haben wir, glaube ich, auch. Teile. Aber nicht viel. Gut, und so ist dieses Konstrukt an Webtechnologie die letzten Jahre dahin gewachsen. Mit der Zeit hat sich natürlich herausgestellt, dass die Shared Instance Lösung nicht gerade das Gelbe vom Ei war. Die Performance ging von Monat zu Monat irgendwie ins Negative über. Natürlich Shared Instance Lösungen schlecht wartbar. Spitzen konnten nicht abgedeckt werden. Das hat man vor allem bei Festivals immens gespürt. Ja. Also zum Beispiel, also 5000 Unique Users pro Tag sind eigentlich für eine Plan-Seite nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass die dann auch Tickets buchen wollen und kein Caching möglich ist in der Form, stößt man mehr als auf seine Grenzen. Ja, das schnelle Wachstum, immerhin, ja, wenn pro Jahr zwei oder mehr Betriebe in die Kultur mit aufgenommen werden und der Personalstand nicht wirklich mitwächst, entsteht ein wirklich schlechter Code. Will ja nicht ins Detail gehen, aber wirklich schlecht. Ja, neben halt so klassischen Maßnahmen wie Modernisierung des Codes, Migrationen auf Plon 3 und später auf Plon 4, musste natürlich auch ein neues Hosting-Konzept her. Und die Lösung, die wir ab 2009 mit Jens Klein erarbeitet waren, haben wir ein hochverfügbarer Kulturcluster mit folgenden Vorgaben. Redundanz, das heißt Ausfallsicherheit für den Online-Verkauf, gibt nichts Schlimmeres als erster Tag von Festival oder Festivalkartenverkauf und die Seite steht. Skalierung, dass man Spitzen abdecken kann und natürlich einfache Wartbarkeit dazu, ja. Hardware-Unabhängigkeit, also jeglichen Komfort, den man mit seiner Lösung halt haben kann. Gut. Ja, ich gebe weiter zu Jens. Ja, mal umstöpseln gerade hier. So, ja. Ziemlich genau 10 Minuten. Super. Strom. Bildschirm. Okay. Oder ist dann Schalter? Ich gehe zum zweiten Teil über. Ja, die technische Ebene von dem Ganzen. Ich selber, Jens Klein, mein Name ist scheinbar bekannt, habe ich heute festgestellt. In der Gründungsmitglieder von der Blue Dynamics Alliance zusammen mit Phil Auersberg. Wir selber, die kleinen Partner KG, sitzen in Innsbruck. Wir machen halt alles Mögliche rund um Plon, Fokus halt auf Entwicklung und auch auf so Customized Hosting-Lösungen eben und solche Sachen. Ziemlich breit aufgestellt und innerhalb der Blue Dynamics Alliance können wir natürlich dann alles Mögliche liefern, weil es da sehr viele verschiedene Ebenen gibt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil prinzipiell jetzt ist darum, was war jetzt eigentlich das Problem, der Leidensdruck dieser Umgebung? Und das ist eben die Frage, jetzt hier ins Publikum, wer hat sein Hosting selber in der Hand hier? Wer macht selber Hosting von Plon? Okay, wer macht das schon, sagen wir mal, mehr als 3 Jahre? Okay, das sind ziemlich viele. Das sind ungefähr die Hälfte. Jetzt frage ich mal, wer von denen, die das mehr als 3 Jahre machen, wird sagen, ich würde das heute komplett anders machen? Okay, ganz ehrlich, wirklich, ist das alles perfekt, alles Sonnenschein? Oder wer von denen, die es länger als 3 Jahre hatten, hat es innerhalb der Zeit schon mal komplett umgebaut? Okay, ja, da gibt es die Leute, die es schon öfter gemacht haben. Genau das ist das Problem, also genau die gleiche Anzahl. Also im Prinzip ist das Problem immer da, wenn man sowas evolutionär wachsen lässt, und das war auch bei der Nöko das Problem, dann muss man irgendwas tun.
Und hier sind diese gewachsenen Umgebungen. Und jetzt hatten wir bei Nökon das Problem, dass unser Admin und Webdeveloper und alles zusammen im Prinzip den Job gewechselt hat. Und da standen sie dann halt da. Die waren eben nicht so besetzt mit Personal in dem Bereich. Kam dann der Roland neu dazu und dann haben sie sich gesagt, so, jetzt machen wir den Cut, jetzt müssen wir das Ganze mal richtig machen. Oder sie sind auch einfach gewachsen, das Alte war dafür nicht mehr geeignet. Und was ich da vorgefunden habe, als ich da hingekommen bin, waren eben diese drei Server. War eigentlich nicht schlecht aufgesetzt, war teilweise Xen virtualisiert. Einer hatte schon keinen Wartungsvertrag mehr, der musste halt ersetzt werden, das war auch klar, das wird auch so kommuniziert. Einer war eigentlich veraltet von den anderen beiden, der andere war okay. Da waren Debian-Systeme drauf, es war eigentlich nicht dokumentiert, was da war. Ich habe da Doku gekriegt, die hat mit der Realität nicht viel zu tun gehabt. Naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, mal Status aufnehmen, Upgrade, Neuplanung, alles auf einmal, alles mal überdenken, alles über Bord werfen im Notfall. Und das von der Plone-Seite hat es Roland ja eben auch gesagt, das sind die Shared Instances, die haben dann auch umgeändert worden. Aber immer ganz so tragisch war das alles nicht. Das lässt sich alles machen. Das Gute war, das Alte war ein Debian-Linux. Und Debian ist tatsächlich in der Hinsicht super, weil das war zwar alt, war nicht viel gewartet. Die Security-Updates, die tröpfeln ja dann trotzdem noch 5 Jahre lang rein. Es war im Prinzip sicher. Das war nicht so unbedingt das Problem, dass es unsicher war. Es hat auch funktioniert. Aber es war halt eben nicht unbedingt das, was man haben wollte dann. Es musste was Neues her. Und man wollte ja auch mal neue Technologien einsetzen. Ist das Mikro nicht nah genug? Okay, und deswegen wollten wir das Bewährte behalten, also Debian Linux war okay, das behalten wir. Auch die Soap-Geschichte und Plone-Geschichte haben ja gut funktioniert, die mussten nur auf andere Beine gestellt werden. Eben da gab es dann die Mission, der ausfallsichere Kulturserver. Und das Prinzip vom Ausfallsicherheit ist jetzt, man kann jetzt natürlich sich viele Hardware hinstellen, das hat man ja früher gerne gemacht. Hat man halt 2 Server gekauft und hat das alles doppelt gemacht, wenn der eine abgeschmiert ist, hat man einen gespiegelt und dann hat man den anderen halt gestartet und dann gab es noch andere Lösungen. Aber das ist natürlich teuer, viel Hardware, muss man viel warten. Das ist alles ein bisschen impraktikabel. Das sollte ja auch, und das ist ja auch im Prinzip von der Nöko, so eine schlanke Struktur sein, sollte natürlich auch in der Hardware-Struktur schlank sein und wartbar sein. Also haben wir natürlich auf Virtualisierung gesetzt. Die Ziele, hat Roland ja gerade schon gesagt, deswegen mache ich das ganz schnell. Redundanz, das ist so ein Kernwort hier jetzt. Ne? Sicherheit, auch Ausfallsicherheit, Performance bei Spitzenlast. Die Hardware, die da ist, soll genutzt werden. Es soll nicht ständig neue Hardware gekauft werden. Es soll kostengünstig sein, dokumentiert soll es auch sein. Ja. Und dann konnte die Show losgehen. Ne? Und das Wichtigste jetzt an dem ganzen Ding, wo bin ich jetzt hier? Irgendwie durcheinander hier. Moment, Sekunde. Das Wichtige war jetzt, das Ganze erstmal durchzuplanen. Also Planungsteil war natürlich mal eine längere Aktion. Die Idee war natürlich, wir müssen den ganzen Betrieb aufrechterhalten mit der vorhandenen Hardware, mit den alten Diensten. Das musste also iterativ übertragen werden. Wir konnten nicht einfach die 30 Portale, oder damals waren es noch nicht ganz 30 Portale, waren es glaube ich 22 oder 24 Portale, die in einer Soap-Instanz laufen. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen auseinanderfummeln. Und das ist ein evolutionärer Prozess, das muss dann langsam angehen, Schritt für Schritt, iterativ. Und das genau das Gleiche war auch mit der Hardware das Problem. Wir hatten ja noch einen alten Server, der Xen virtualisiert war, und der war einfach da und da lief alles drauf. Den wollten wir trotzdem ja wiederverwenden. Wir wollten sich 2 neue Server kaufen. Also mussten wir eine Lösung finden, um das halt zu übertragen, das Ganze. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann das Ganze dann sozusagen iterativ übertragen. Das hat einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen, aber das war dann für alle die beste Lösung. Jetzt geht es im Prinzip darum, dass wir virtualisieren. Wer weiß, was Virtualisierung bedeutet? Wer hatte einen virtuellen Server? Wer gemietet einen virtuellen Server? Mal Hände hoch. Okay, wer hat selber virtualisierte Lösungen laufen? Ja, recht viel. Welche Virtualisierung nimmt er? Also wer nimmt denn zum Beispiel ESX, VMware ESX? Okay, wer nimmt OpenVZ? Kennt keiner. Okay, einer. Dann gibt es noch, was haben wir noch? Xen Virtualisierung. Auch so 3, 4, okay.
Ja, was gibt es noch? KVM-Virtualisierung. Ja, genau. Das ist halt, andere gibt es natürlich auch noch. Es gibt verschiedenste. Es gibt dann noch VirtualBox und alle möglichen Lösungen. Wer nicht weiß, was Virtualisierung ist, das ist nämlich schön, sowas mal einer Definition sich anzuschauen. Das ist die Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu existieren, in der sie zu existieren erscheint, aber in dem Wesen oder ihrer Wirkung einer dieser Form existierenden Sache zu gleichen. Wir reden hier von einem Betriebssystem und einer Maschine und die Maschine gleicht einer echten Maschine, ist aber keine echte Maschine, sie ist eben nur Software. Die Vorteile sind eben, wir sind unabhängig von Hardware. Ich denke mal, das ist der Hauptvorteil. Eine virtuelle Maschine kann ich hin und her schieben, von einer Hardware auf die andere. Wenn so, ich kann von einem Server zum anderen die virtuelle Maschine durch die Gegend schieben. Ich muss nicht ständig darauf achten, habe ich da irgendeinen komischen RAID-Controller drin oder irgendwas. Also das ist alles total egal. Einfach rüberschieben und funktioniert. Ich kann die ganze virtuelle Maschine, sofern ich da halt mit Images arbeite, Backup und Wiederherstellung ist ganz einfach. Und ich habe auch die Möglichkeit, virtuelle Netze aufzubauen. Ich habe, wenn ich zum Beispiel mehrere Netze in meinem Server habe, dann kann ich da hergehen und die Virtualisierung auf die Netzwerke übertragen und kann auch verschiedene DMZs, und beim Nanoku sind es, glaube ich, 3 Netze, die da dranhängen, innerhalb der ganzen Sache verwenden. Ja, genau. Und wenn ich eine virtuelle Maschine habe und ich brauche nochmal die gleiche, dann kann ich die einfach kopieren. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ich kann sie klonen. Mit ein paar Einstellungen ändern hinterher, Netzwerkadresse und sowas. Oh, das war's dann schon. Jetzt mal zur Virtualisierung. Die Evolution von der Virtualisierung sieht aus, ich habe einen echten Server. Da tue ich dann ein Betriebssystem drauf, zum Beispiel Ubuntu in unserem Fall. Und habe dann 3 virtuelle Maschinen drauf. Das ist dann Debian, Squeeze. Also erst war es ein Vorgänger, weiß gar nicht, wie das war, Each oder so, und jetzt Squeeze. Und Lenny war es, Edge. Ich bin so lange mit dem Debian schon unterwegs, ich weiß gar nicht, wie die alten sind. Und da braucht man natürlich, dann, wenn wir dann hinterher mal über Redundanz kommen, braucht man ein bisschen mehr davon. Wir haben also verschiedene virtuelle Maschinen drauflaufen auf den echten Kisten, die in verschiedenen Netzwerken hängen. Und das ist eigentlich, was wir da in Virtualisierung gemacht haben. Das Ganze ist eben so aufgebaut, dass die eigene virtuelle Festplatte eben nur ein File in dem Mutter Linux, nennen wir es mal, ist, dass die, dass wir die einfach diese virtuelle Festplatte kopieren können. Das hat ein bisschen Performance-Nachteil, aber der ist sowas von gering, dass das bei der Umgebung überhaupt keine Rolle spielt. Wir haben eigene virtuelle Netzwerkkarten, eigene virtuelle Netze, eigene virtuelles Routing da drin. Also wenn man damit arbeitet, am Anfang kriegt man definitiv mal einen Knoten im Kopf. Ne? Also virtuell da, alles nur Software und Config-Files und keine richtige Hardware, die man anfassen kann, das ist dann ziemlich heftig. Und auch der Bildschirm ist ja nur ein VNC-Port dann, das heißt, ich gebe einen VNC-Client drauf und meine virtuelle Maschine dann. Und das Schöne bei der virtuellen Maschine ist, ich habe jetzt einen neuen Rechner, haben wir irgendwie so 12-Core-Maschinen oder was haben wir da jetzt, 8-Core, ich weiß jetzt gar nicht. Also unterschiedlich auf jeden Fall, jedenfalls kann ich dann diesen virtuellen Maschinen sagen, der hat jetzt 1 Core oder 2 Cores und die andere Maschine kriegt jetzt 5 Cores. Naja gut, wir sind Cores, das heißt Hyper-Threaded und so weiter. Also in Wirklichkeit ist ja 1 Core wieder 2 Cores im Linux angezeigt. Naja. Auf jeden Fall kann ich jetzt alles, die ganzen Ressourcen ganz brav zuteilen. Ich kann es dann auch mal skalieren, wenn ich sage, der RAM reicht nicht, dann gebe ich der Maschine einfach ein bisschen mehr. Und das war's dann. Verwendet haben wir eben KVM. Das ist die Kernel-Based Virtual Machine. Das ist sozusagen die offiziell von Linus Torvalds abgesegnete Technologie. Das hat sich da vor ein paar Jahren entschieden. War ein bisschen schwierig zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben. Da war das noch nicht ganz so klar. Genau, da war die Überlegung Xen und Disney. Die KVM war eigentlich noch nicht so stabil und weit. Xen war schon stabiler. Aber auf der anderen Seite war eben KVM das offiziell abgesegnete und inzwischen hat sich herausgestellt, dass wir das richtige Pferd gesetzt haben. Ja, also genau. Xen war Kernel-Patching und ganz wilde Sachen, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Und im Prinzip haben beide gute Toolsets und eigentlich basieren sie beide auf diesem QEMU. Die Virtual Shell, die ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die Xen auch hat, müsste jetzt nachschauen, habe ich mich nicht beschäftigt mit. Aber das ist halt die Steuerungskonsole auf dem Mutter-Linux, mit dem man die virtuellen Maschinen dann konfiguriert. Und als Basis haben wir uns dann für ein Ubuntu 10.04 LTS entschieden. Das war dann am Anfang, wir haben das irgendwann nochmal upgraded zwischendrin vom Debian, aber das Ubuntu hat einfach total stabile Virtualisierungstools und alles gehabt und war da halt weiter als das Debian und das war auch offiziell supported. Also theoretisch hätten wir Support einkaufen können, was wir natürlich nicht gemacht haben von Ubuntu. Aber das ist immer vielleicht so im Hinterkopf immer ganz angenehm zu wissen, dass das gehen würde.
Als Images haben wir KUKA2-Images genommen, das sind so Copy-and-Write-Images. Wenn man 20 GB Image-Festplatte macht, dann verbraucht die trotzdem am Anfang, was ich nur 500 MB, wenn das Basis-Linux installiert ist, und wächst langsam mit das Image. Das ist dann ein bisschen schwierig zu handeln, weil es mit Sparse-Files arbeitet, aber wenn man das weiß, dann geht das ganz gut, weil sonst kopiert man doch 20 GB Nullen durch die Gegend, wenn man das nicht weiß, wie man es kopiert. Weil wenn man es richtig macht, dann beim Kopieren, dann kopiert man tatsächlich nur 500 MB durch die Gegend. Und auch wenn man zum Beispiel ein Backup macht, muss man das beachten und so. Die nächste Ebene ist die Redundanz. Also Redundanz, wer weiß mit dem Begriff was anzufangen, Redundanz? Okay, also im Prinzip ist Redundanz das, was uns passiert ist, was beim Rückflug von San Francisco von der Plon-Konferenz. Wir sitzen im Flugzeug und einmal kam Durchsage, ja, Notlandung, Chicago. Einer von unseren beiden Notsauerstofftanks zeigt eine Fehlermeldung an. Aha, okay, das ist eine Redundanz. Ein Flieger darf nicht mehr weiterfliegen, wenn die Redundanz nicht mehr gegeben ist. Beim Webserver ist es Gott sei Dank nicht so, dass wir die ganze Maschine abschalten müssen, sondern wir lassen den einfach auf Halbgas weiterlaufen und freuen uns darüber, dass die Webseite trotzdem noch erreichbar ist. Na ja, gut, wenn du aus Chicago sind, dann 24 Stunden später rausgekommen und diese Vororte da von Chicago sind auch nicht so spannend. Das ist ja die Definition auf Wikipedia. Können wir das lesen? Ja, ne? Lest es jetzt nicht vor, könnt ihr euch kurz durchlesen. Ich meine, es hat natürlich auch Nachteile, also wenn wir auf die Vorteile, habe ich schon gesagt, grob, man hat zum Beispiel bei Hardware-Schäden keinen Ausfall von dem Gesamtsystem, Security-Upgrades kann man im laufenden Betrieb machen, die man halt die eine Seite wegschaltet, upgradet und dann hochfährt, die andere Seite wegschaltet, upgradet und wieder hochfährt. Man kann auch gröbere Hardware tauschen, als vielleicht eine Hotswap-Festplatte austauschen im laufenden Betrieb und es läuft weiter. Datenbank-Backups nach Schäden, also wenn eine Festplatte oder irgendwas abbraucht oder irgendwas im System kaputt ist, muss man nicht gleich alles wieder einspielen, sondern hat es auf einer anderen Maschine. Aber eben, es gibt Nachteile, weil wenn man mitgearbeitet hat, diese ganze Konfiguration selbst, der Redundanz, die ist ziemlich aufwendig und komplex. Und das ist fehleranfällig und was auch total lästig ist, dass in diesem System die Startup-Routinen, die so da sind, also so ein SOAP zum Beispiel, dann kann man, der hat einen Start, einen Stop und einen Restart und einen Status. Aber wenn man das sich genauer anschaut, dann ist das nicht das, was diese Startup-Routinen wollen, sondern die wollen noch viel mehr. Das heißt, die wollen nicht nur Linux Standard Base, sondern wollen Linux Standard Base ganz genau und das dann noch erweitert. Also, und da muss man halt viel basteln, wenn man halt Services hat, die nicht von vornherein supported werden, wie der SOAP bei uns zum Beispiel. Das sind jetzt unsere beiden Server wieder im Normalbetrieb. Den Plone habe ich mal rausgenommen, der ist ein bisschen anders auf Redundanz aufgebaut. Da kommen wir später zu. Prinzipiell geht es darum, ich habe die eine Maschine, die ist aktiv und die andere Maschine ist passiv, läuft passiv. Das Grüne ist jetzt mal das Redundanzlayer über unsere virtuelle Maschine, die wir gelegt haben. Und auf der Datenbankseite machen wir dann eine Replikation. Das heißt, da wird das Filesystem auch noch repliziert. Das wird halt sozusagen immer wieder kopiert. Wenn ich auf der einen Seite was schreibe, wird es von der Masterseite auf die Slave-Seite kopiert und wenn dann irgendwas auf der Masterseite ausfällt, eben, dann kann das rüberwechseln. Und es geht recht schnell. Da sind wir bei so Schaltzeiten von 2 Sekunden, also unter 2 Sekunden. Das sieht so aus, dass natürlich die IP-Adressen auch wechseln müssen. Wenn man natürlich einen Dienst hat, der im DNS eingetragen ist, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dass dann der Server, den die IP-Adresse übernimmt, das Filesystem, das muss halt repliziert werden, das haben die ZDB, da haben wir noch Samba und MySQL drauf. Wichtig natürlich, dass das Ganze auch in der richtigen Reihenfolge gestartet und gestoppt wird, dass man erstmal das Filesystem Replikationssystem übernimmt, dann die Filesysteme gemountet werden, dann muss der SOAP gestartet werden. Und dann, erst wenn alles gestartet ist, vorher noch, müssen dann die IP-Adressen noch übernommen werden, damit dann die Dienste wissen, wo sie drauf connecten müssen. Eben mal der Plone läuft nicht drüber. Technologisch haben wir dann dieses Triple sozusagen, ein Dreier-Zusammenspiel von OpenIIS, was eher ein Standard ist, dann Pacemaker und CoroSync genommen. Das ist so eigentlich im Linux-Bereich jetzt so das State of the Art, um Redundanz zu machen. Ist total stabil.
da haben wir keine großen Probleme mit gehabt. Das war dann seit dem Ubuntu ist es stabil auch. Das war auch ein Grund, dass Ubuntu dann, nein, das ist ein Blödsinn. Das ist halt, ja, mit dem Squeeze ist es stabil. Das ist der Grund, warum wir später auf Squeeze abgedatet haben, weil der Corosync im Startup nicht immer stabil war. Das war ein bisschen lästig. Nur im Startup. Wenn er mal gelaufen ist, war er stabil, aber im Startup hat er sich manchmal aufgehängt. Mit der OSF-Skripte geschrieben. Eigentlich heißen die Dinger OCF-Skripte. Das sind die Skripte, die Start-Stop machen. Da muss man teilweise dann eigene Skripte implementieren. Und was wir noch verwendet haben, ist die DRDB, die Block-Device-File-System-Replikation, die jetzt auch seit einem Jahr oder zwei Jahren, ich weiß nicht, ist die offiziell im Linux-Kernel supported. Also ist auch offizielle Linux-Kernel-Technologie von der Firma Linbit. Die sitzen auch in Wien. Und die haben das lange Zeit, halt war das ein Add-on für Linux und jetzt ist wirklich im Kernel drin und supported. Die nächste Achse, die wir dann haben, jetzt haben wir ja die Virtualisierung gehabt. Auf der einen Seite, wir haben unsere virtuellen Maschinen, das ist mal eine Technologie. Dann haben wir die zweite Technologie, ist die Redundanztechnologie, dass wir Services switchen können. Und eine dritte Achse, die jetzt natürlich da beim Plone ganz wichtig ist, ist das Publishing. Wer weiß mit dem Web-Publishing, wer kann damit was anfangen, was das sein könnte ungefähr? Ein paar Fragezeichen. Ich muss mal meinen Schummelzettel hier nehmen, damit ich nichts Blödes erzähle. Was machen wir so denn? auf jeden Fall, ja, Web-Publishing in dem Sinne, also im Prinzip kann man sich so vorstellen, Web-Publishing in dem Sinne ist ja immer, man hat einen Firefox zum Beispiel bei sich, macht Anfrage, klickt Enter, dann kriegt der Webserver diese Anfrage. Der Webserver fragt vielleicht hinten dran noch weiter den Plone und der Plone gibt dann die Antwort. Der gibt es wieder den Webserver, der gibt es wieder dem Browser, dem Firefox zurück. Man kriegt so eine HTML-Seite oder ein Bildchen angezeigt. Das ist eigentlich Webpublishing. Total unspektakulär, aber in unserem Fall ja eigentlich der Punkt, der beim Plone ganz wichtig ist und der dann auch dafür sorgt. Und in dem Bereich, der wird dann ein bisschen komplex dann irgendwann. Es ist nämlich so, dass im Prinzip dieser Request, dieser HTTP-Request, erstmal bei uns vom Nginx angenommen wird. Der Nginx, der gibt es dann weiter an den Varnish, einen Proxy-Server, der auch cached und der schaut, habe ich das Ding schon oder nicht. Wenn ich dieses Objekt, was der da haben will, ein Video oder ein Bild oder eine HTML-Seite hat und der sagt, die ist nicht zu alt, die muss ich jetzt nicht neu holen, dann liefert er direkt aus. Ansonsten gibt er das Ding weiter an den Pound, an den Load Balancer. Der Load Balancer, der entscheidet dann, welchen Plone er nimmt, also nicht nur ein Plone laufen, sondern mehrere laufen. Welchen nehme ich jetzt? Und dann kriegt schließlich der Plone einen Request, lädt sich die Objekte aus der Datenbank und rendert die Seite. Sieht dann im Endeffekt so aus. Hier kommt irgendwo unser Firefox mit dem Request an, Webserver, Cache, der liefert vielleicht direkt aus. Wenn nicht, entscheidet der Loadbalancer, gehe ich jetzt dahin oder dahin. Und dann holt der sich noch Daten aus der Datenbank und dann wortet die Seite zusammen, gibt sie mit dem Loadbalancer, gibt sie im Cache, der Cache speichert es ab. Eventuell, also wenn er dafür angeleitet wurde, der Webserver liefert es aus. Ist total kompliziert, ganz viele Sachen da drin und ja. Im Prinzip hat es die Vorteile der Verkettung natürlich, sonst würden wir es nicht tun. Das geht eben darum, Peak-Zeiten zu Peak-Lasten wegzunehmen und die ganze Kette zu optimieren. Der Webserver federt die Requests ab. Wenn ich einen großen Upload zum Beispiel habe, nimmt der Webserver das Ding mal als Ganzes an und lässt da hinten dran alles weg. Der Proxy-Cache selber, der ist eigentlich dafür zuständig, Elemente schneller auszuliefern und Spitzenlasten, viele parallele Requests auf die gleichen Elemente abzufedern. Und das Load-Balancing verteilt wieder die Spitzenlast, die weitergeleitet werden muss, auf verschiedene SIO-Clients, also verschiedene Plone-Instanzen, die laufen. Und dadurch kann man ganz wichtiges Wort horizontale Skalierung möglich. Also dadurch können wir wirklich sagen, wenn das jetzt nicht mehr reicht, stellen wir uns noch eine Maschine dazu und noch eine Maschine dazu und lassen da SOAP-Instanzen drauf laufen und dann verteilt der Loadbalancer eben nicht auf zwei Maschinen, sondern auf vier Maschinen und das Backend federt sozusagen auf die Art und Weise die ganze Last weg. Ja. Muss ein bisschen Hardware rein, aber Hardware ist ja so teuer dann auch nicht und das muss keine besonders ausfallsichere Hardware sein, das kann irgendein billiger Server sein, weil die im Prinzip die SIO-Clients, ja, man muss zwar eine gewisse Redundanz drin haben und stabile Maschinen, aber wenn einer rausfällt, geht es ja eigentlich immer noch. Dann rendern halt nur drei Maschinen. Und das Ganze ist jetzt
orchestriert. Ne? Wir haben jetzt die drei Achsen, wir haben die Redundanz, die Virtualisierung und das Publishing, das muss jetzt ja zusammenspielen, das Ganze. Unter voller Besetzung wollen wir natürlich die Ressourcen gut ausnutzen. Und unser Konzept ist hier, dass wir sozusagen immer gegensätzlich arbeiten hier. Wir haben unsere Redundanzebene, unsere virtuellen Maschinen und wir haben immer gestoppte Dienste, beziehungsweise hier läuft ja dann noch die Replikation der Datenbank und wir haben unsere Plone-Instanzen, könnten hier noch welche dazustecken und wir haben hier unsere Publishing-Chain, die das schön hier verteilt auf die beiden Plone-Instanzen. Die holen sich das von der Datenbank, hier wird repliziert und hier steht einer bereit, Gewehr bei Fuß, irgendwie, ja, wenn was passiert, dann übernehme ich. Das ist die schöne heile Welt, das ist normalerweise der Normalbetrieb, das ist das, was halt in 99, irgendwas Prozent der Fälle so sein sollte. Und eben im Wartungsfall oder im Ausfallfall von der Hardware kann das dann so aussehen, dass wir noch die kleine Besetzung haben. Orchester macht immer noch Musik, hört sich auch noch schön an. Vielleicht nicht mehr ganz so voller Klang, ist vielleicht ein bisschen langsamer dann. Also wenn zu Peakzeiten dann jetzt was passiert, dass da ganz viele Requests reinkommen, dann kann es natürlich sein, dass die Leute ein bisschen länger warten müssen, bis ihr Online-Ticket gebucht ist. Aber es ist schlicht und ergreifend, es funktioniert immer noch. Es ist kein Ausfall. Es ist halt nur ein bisschen langsamer eventuell. Und de facto ist es so, dass das zusammenkommt, dass wir einen Ausfall bei der Peakzeit haben, eigentlich noch nicht passiert ist. Aber ich mache mir da auch keine großen Sorgen, dass das nicht funktionieren könnte. Das ist eigentlich, worum es bei der ganzen Sache geht. Jetzt ist es nicht besonders tief technisch reingegangen, aber wir haben ja noch Zeit für Fragen. Und das würde ich eigentlich dafür einfach nutzen, dass wir das jetzt vielleicht noch, wenn noch Fragen existieren, dass wir es ein bisschen interaktiv machen jetzt. Danke soweit erstmal. Ja, vielen Dank an beide Vortragende auch nochmal für Roland Fasching. Fragen? Ja, aber ich würde interessieren, was ist der Grund, warum ihr als Webserver Nginx und nicht Apache genommen habt? Apache ist schon ein ziemlich altes Gerätchen. Es funktioniert natürlich genauso gut mit dem Apache, aber die Konfiguration von Apache und um das Gleiche rauszuholen, das ist so, der Nginx ist klein und leicht und ziemlich schnell und kann sehr gut parallele Anfragen abarbeiten. Und bei Apache muss ich mir schon wieder Gedanken machen, welches Modell nehme ich, NPM oder Prefork oder welches Threading-Modell werde ich jetzt installieren von Apache und so weiter. Das ist schon mal so ein Problem. Da weiß ich dann immer nicht genau, was ist richtig beim Apache. Der Nginx, der funktioniert einfach. Und das Zweite ist, der Nginx, der kann so Sachen wie Request-Buffering ganz von Haus aus und arbeitet sehr gut mit Web-Applikationen zusammen und ich kann die ganzen Proxy-Einstellungen relativ einfach machen. Also de facto ist es so, dass ich einen Nginx innerhalb von 5 Minuten konfiguriert habe und alles läuft, so wie ich es mir vorstelle. Beim Apache sitze ich immer einen halben Tag dran und kopiere mir irgendwelche alten Config-Files zusammen und überlege mir, warum habe ich mir das damals so gedacht und mache das so. Also einfach, der Nginx ist einfach einfacher. Der ist einfach einfacher, der ist kleiner, der ist leichter, der ist spezialisierter auf oder optimierter, sagen wir lieber, für solche Anwendungsfälle. Deswegen halt der Nginx. Es geht sicherlich auch mit was anderem, aber es ist einfach, um sich das Leben leicht zu machen. Weitere Fragen? Eine ähnliche Frage zum Stack. Gibt es einen Grund, weshalb ihr auf Pound fürs Load Balancing setzt und nicht stattdessen das einfach in Varnish selbst abwickeln lässt? Also der Pound als Load Balancer, der ist sicherlich der kleinste und einfachste Load Balancer. Das ist das Lightweight-Ding. Das einzige Nachteil von Pound ist, dass man nicht gut debuggen kann. Der Pound hat 2 Vorteile. Im Pound kann ich besser festlegen, wie er Load Balanced, und ich kann vor allen Dingen auch basierend auf einem Cookie, das gesetzt ist, einen User, einen Client immer auf das gleiche Backend schicken. Auf die Art und Weise landen die angemeldeten Benutzer immer auf dem gleichen Backend und der Plone, auf den er landet, kann dadurch sein Zero-Cache wieder optimieren und die Objekte, die im Zero-Cache liegen, wieder optimieren. Das kann der Varnish selber nicht. Wenn ich jetzt da noch weitergehen würde, würde ich eher noch ein HA-Proxy einsetzen. Aber HA-Proxy ist wieder schwieriger zu administrieren, es wäre komplexer.
da kriegt man auf der anderen Seite wieder bessere Debugging-Informationen raus, wenn mal was nicht läuft. Das ist der Vorteil vom HA-Proxy. Also im Prinzip ist es wurscht, ob Pound oder HA-Proxy, funktionieren beide etwa gleich gut, aber Varnish selber ist zu wenig. Außerdem stehe ich eigentlich so ein bisschen drauf, der Varnish ist gut im Caching, aber vielleicht nicht so gut im Load Balancing. Das ist nur das andere. Ich kann auch Rewrite und Proxying, könnte ich über einen Varnish, den könnte ich direkt ins Netz setzen. Aber ich denke mir, das sind einfach Services, der Varnish ist darauf optimiert, das eine zu tun und das andere kann er drumherum nicht so gut. Da. Ich komme schon. Zum Schluss habt ihr ja noch gezeigt auf der Folie, die ZODB redundant auf einem anderen Server drauf. Ist das jetzt über DRBD gespiegelt oder gibt es noch andere Technologie, die du jetzt da verwendest, dass du sicher sein kannst, die ZODB ist in einem funktionalen Zustand? Und wie funktioniert der Switch automatisch, wenn die eine Kiste abbracht? Ich komme mal eben hier so an der Seite vorbei. Also zur ersten Frage, die Replikation geht über DRDB. Das heißt, die Daten ist, und dass das, das sichergestellt wird, ist dadurch, dass im Corosync wird in einem Cluster Resource Manager, nennt sich das Ding, wird regelbasiert festgelegt, welche Dienste gestoppt, also wenn eine Seite wegbricht, wird regelbasiert gesagt, was passieren soll auf der anderen Seite. Das heißt, dass sozusagen eine Regel existiert, starte mir erstmal, mach erstmal den Switch auf Master, das heißt, der Slave zum Master wird, wenn die rechte Seite, eine Seite weggebrochen ist. Dann als nächstes mounte mir das Filesystem und dann starte mir und mounte mir das Filesystem und übernehme die IP-Adresse, es gibt dann eine Failover-IP-Adresse und im nächsten Schritt wieder, dann starte mir den SOAP, die MySQL und den Samba. Und die Plone-Clients kriegen dann kurzen Disconnect auf der Datenbank, es kann in dieser kurzen Zeit Fehlermeldungen geben, wenn was passiert. Das sind so ungefähr so anderthalb Sekunden, zwei Sekunden und ein Plone 4 hat damit überhaupt keine Probleme. Ein Plone 3 muss ich leider neu starten, da muss man ein Überwachungsskript für schreiben dann. Der Plone 3, wenn der mal disconnected zur Datenbank, dann hängt der einfach. Das ist einfach ein Bug irgendwo im SOAP im alten und der ist dann irgendwann berichtigt worden, im neuen SOAP ist es drin. Also wenn man mit Plone 3 noch arbeitet an der Stelle, wir haben ja noch ein paar Plone 3 Instanzen, aber die muss man tatsächlich manuell zurzeit neu starten, das ist nicht so optimal, aber wir haben jetzt keine große Aktion gerade gemacht, weil mit Skripten oder so, wir haben bei anderen Sachen haben wir es mit Skripten gemacht, aber da jetzt nicht, weil schlicht und ergreifend alles auf Plone 4 jetzt migriert wird und sich das in Zukunft eher schlägt. Na, der Plone und die SOAP-Instanzen, die kriegen davon gar nichts mit. Die haben einfach eine IP-Adresse, von der sie sich ihre Daten holen, wo die Datenbank drauf läuft. Und die IP-Adresse wechselt halt von der einen Maschine auf die andere. Eine Frage erlaube ich noch. Habt ihr dann zwei Instanzen von dem Corosync laufen oder ist das dann ein Single Point of Failure? Also der Corosync, der läuft auf jeder virtuellen Maschine, die halt redundant ist und die werden immer gepaart. Das heißt, die tauschen immer ihre Informationen aus. Und da gibt es auch ein eigenes Netzwerk für, eine eigene physikalische Netzwerkkarte, über die das abgewickelt wird. Und der probiert sozusagen, der Corosync mit dem anderen Corosync ist gepaart. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man also zwei virtuelle Maschinen hat und da läuft jeweils der Cluster Resource Manager drauf mit seinen ganzen mit Pacemaker, Corosync, Heartbeat und allem Möglichen. Sie sind auf der einen Ebene über eine eigene Netzwerkkarte, wo die Replikation und auch das Keep-Alive, das drüber läuft und andere noch, wo auch noch das Keep-Alive drüber läuft. Und wenn beide wegbrechen, dann weiß der, dass nicht nur eine Netzwerkkarte ausgefallen ist, sondern dass die ganze Maschine steht. Das ist die Idee. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, die ja noch weiter darüber hinausgehen, dass man über eine externe Resource checkt, ob die erreichbar ist und solche Sachen. Damit man halt bestimmte Fehlersituationen vermeidet. Das haben wir da nicht gemacht, das führt wahrscheinlich auch zu weit. Aber wenn hier läuft ein CRM drauf, hier läuft ein CRM, die reden ständig miteinander, die tauschen ständig Statusinformationen aus. Wenn einer wegbricht, dann sorgt der dafür, dann wird davon ausgegangen, dass der tot ist und dann sorgt der dafür, dass jetzt die Daten, die Dienste gestartet werden. Das ist eigentlich das Konzept. Ist die Frage damit beantwortet?
Okay, dann nochmal einen herzlichen Dank an die beiden Referenten.